Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hey, wir gewinnen den Coin Toss. Das ist mal eine sehr schöne Abwechslung. Schauen wir mal, was heute so geht. Oh, das sieht schon mal nach einer schönen Startern aus. Damit können wir arbeiten. Auf jeden Fall. Das ist so die Karte, auf die ich setze. Sag mir bitte, dass er als Hexer gilt. Er wird nur zu dunkler Magier. Okay. Your turn. Ich warte. Komm schon. Komm schon. Ich weiß, du willst doch auch. Geht doch. Weißer Drache. Das wird haarig. Kann ich euch jetzt schon sagen, selbst mit all den Karten, die wir haben, das wird kein Fest. Das wird kein Fest. Aber ich glaube daran, dass wir das Ding holen können. Vor allem hier dank meiner Geheimwaffe. Geheimes Dorf der Hexer. Ich glaube schon, dass es sehr weh tut, all seine Zauberkarten zu verlieren. Ich glaube schon daran. Ja, die Monster haben starke Effekte, es gibt auch Schnelleffekte, bla bla bla, aber ich glaube, sowas kann richtig wehtun. Und jetzt müsste man eine Entscheidung fallen, welche Karte. Die ist gefährlich. Mate mit den blauen Augen ist definitiv gefährlich. Okay. Mein Zug, würde ich sagen. Was kriege ich denn Schönes? Das ist eine schöne Starthand. Zeig mir mal, was du kannst. Komm. Dunkler magischer Kreis. Nein. Das ist so die Reihenfolge, die ich präferiere. Ich leg mal den Seelendiener ab. So, Timaeus, verschmelze mit dem schwarzen Magier. Magier der Drachen. Dunkler magischer Kreis. Sehr schön, das ist so das erste. Dankeschön, darauf habe ich gehofft. Sehr schön. Was nehmen wir denn Schönes? Ich würde sagen. Ewige Seele. Und um ihm jetzt richtig weh zu tun, geheimes Dorf der Hexer. Jetzt kann er nichts mehr machen. Oder kann ich das sogar jetzt schon beenden? Nein, die Punkte reichen nicht. Und ich will, dass mein Meister der Drachenritter hier, beziehungsweise dunkler Magier der Drachen, da schön meine Karten hier beschützt.
Ich hätte die Karte aufs Feld legen sollen, verdeckt. Schade. Naja, kann passieren. Das ist jetzt seine letzte Chance schon. Wahrscheinlich so, wie das da oben flackert, fliegt euch hier die Verbindung weg. Wie macht sowas eigentlich Spaß? Jetzt mal ehrlich. Ich habe es auch schon mehrfach gefragt, aber mal wirklich ehrlich, wie macht das Spaß? Wenn du die ganze Zeit mit einer Internetverbindung, die jeden Moment zerfliegen kann, spielst. Denkt er nach oder ist die Verbindung jetzt so gleich weg? Berechtigte Frage, wie ich finde. Na, doch noch nicht. Yes, please. Aber ich habe was anderes vor. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich habe was viel Besseres vor, als sie einfach nur zu verbannen. Wie kann Dennis Zauberkarte spielen? Ey, das funktioniert doch vorne und hinten nicht. Was soll das? Hallo? Geheimes Dorf der Hexer? Ey, das ist doch asozial! Falls du nur ein Hexermonster kontrollierst. Ich habe den Effekt falsch gelesen. Ich Trottel. Da ist der Fehler. Aber das ist jetzt echt blöd. Fliegt die Karte wohl raus, zeitnah. Eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um ihn. Ich denke, es wird Zeit, dass wir dieses Duell gewinnen. Was meint ihr, ne? Ja, ne? Okay, Herz der Karten. Gib Papa was Gutes. Holt sich jetzt mal einen Drachenritter, richtig? Du Assi! Jetzt habe ich mir selbst eine Falle gestellt. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Ich hab noch einen, stimmt. Ich hab ja noch einen.
Der wird ja zum dunklen Magier. Ey, meine eigene Blödheit. Vor allem blockiert mich jetzt meine eigene Zauberkarte. Die muss raus. Ich muss dringend raus aus dem Deck. Scheiße. In irgendeiner Form muss sie ersetzt werden. Oder ich sag mal, einmal kann man sie ja behalten. Bei eigentlich der Effekt in seiner vollen Pracht ist eigentlich zu kompliziert. Stimmt, ich werde immun dadurch durch das Vieh. Egal, was du spielst. Gut, verbannen wir den nächsten Weißen. Das müsste es jetzt sein. Niedergerungen. Gegner hat aufgegeben, lesen wir gerne. Das war knapp. Aber wie viele Fallen ich mir selbst gestellt habe, das ist eine Sache. Da muss ich auf jeden Fall dran basteln. Dementsprechend werde ich dieses Deck dann diesmal nicht zeigen. Ich hoffe, ihr versteht es. Das war's aber jedenfalls erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Dass ihr mir zusehen konntet, wie ich mich aus meiner eigenen Falle selbst befreit habe. Auch mal eine interessante Erfahrung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.